Oh Schreck, auch das noch? Da bist du mal wieder mit deinen Freunden unterwegs und musst aus der Nähe einen Unfall beobachten. Die Polizei bittet euch später, einen Bericht darüber zu schreiben. Richtig, so oder so ähnlich könnte deine Aufgabenstellung im Unterricht lauten. Doch wie gehst du am besten dabei vor? Das klären wir jetzt ganz ohne Polizei. Ein Bericht gibt eine Handlung, beispielsweise einen Unfall oder eine Reise in ein anderes Land, sachlich und informierend wieder. Da eine detaillierte und objektive Schilderung des Geschehens im Vordergrund steht, darf ein Bericht keine eigene Meinung enthalten oder in Umgangssprache formuliert sein. Das würde den Leser des Berichts beeinflussen und ihm subjektive bzw. falsche Informationen liefern. Zudem muss der Bericht im Präteritum verfasst werden. Die bekanntesten Berichtsarten sind der Unfallbericht und der Zeitungsbericht. Wie fast jeder Aufsatz gliedert sich der Bericht in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Die Beantwortung der W-Fragen hilft dir, alle wichtigen Details in deinen Bericht zu packen. Die Einleitung enthält die Fragen, wer am Geschehen beteiligt ist, wann und wo es geschah, und eine kurze Erläuterung, was passiert ist. Sehen wir uns dazu ein kurzes Beispiel an, indem wir auf die W-Fragen achten. Am Dienstagabend, den 15. November gegen 18 Uhr, das ist das Wann, ereignete sich im Stadtpark Stuttgart, das Wo, ein schwerer Fahrradunfall, das Was, zwischen einer 71-jährigen Radfahrerin und einem 19 Jahre alten Mopedfahrer, das ist das Wer. Der Hauptteil enthält genauere Informationen über das Ereignis, die du in chronologischer Reihenfolge wiedergibst. Hier muss das Geschehen nochmals präzise beschrieben werden, das heißt, was ist genau geschehen, was war der Grund, bzw. warum ist es geschehen und wie ist es geschehen. Die Chronologie und Detailgetreue helfen später denjenigen, die über den Sachverhalt urteilen sollen, aber nicht anwesend waren. Der Schluss umfasst das Ergebnis und die Folgen des Ereignisses, sprich, welche Folgen hat das Geschehen? Bei einem Reise- oder Urlaubsbericht kann an dieser Stelle noch ein Fazit und eine allgemeine Bewertung stehen. In die Bewertung wird dann beispielsweise aufgenommen, ob man anderen das Reiseziel auch empfiehlt oder eben nicht. Du hast von Berichten nicht genug? Dann stöbere schnell hier in der Playlist oder klicke hier links, um zum Video "Wie schreibe ich eine Rezension" zu kommen. Abonnieren und Video an Freunde teilen nicht vergessen und bis bald. Mach's gut. Ciao.